sind rund 100 Menschen hier hochgekommen. Ein ganz herzliches Willkommen an unseren Bundestagsabgeordneten Harald Weinberg, der unten am Martin-Luther-Platz noch einige Worte an uns richten wird. Herzlich willkommen auch an die Aktiven vom Motorradclub Coole Wampe. Schön, dass ihr da seid. Und ein ganz herzliches Willkommen auch in diesem Jahr an unsere tschechischen Friedensfreundinnen und Friedensfreunde. Ich finde es ganz toll, dass ihr es immer wieder schafft, hier runterzukommen mit Jaromír Količek. Herzlich willkommen hier bei uns in Ansbach. Wir sind im Krieg. Das war die Schlagzeile am Mittwoch, dem 23.03. in der Zeitung mit der großen Buchstaben, in der Bild-Zeitung. Und ich muss sagen, die Springer-Presse, sie hat recht. Allerdings, wir sind nicht erst im Krieg seit den Geschehnissen von Brüssel oder von Paris. Nein, wir sind bereits seit 1999, spätestens aber seit dem Afghanistan-Einsatz 2002, in einem dauerhaften Kriegsunterstützung, aktiv oder passiv für die US-Armee. Wir erinnern uns 1999 die Angriffe auf Jugoslawien, 2002 unter Beteiligung der Bundeswehr, der Krieg in Afghanistan, 2003 oder seit 2003 der Krieg im Irak und auch in Libyen. Und eins haben diese Einsätze gemeinsam, sie wurden und werden von dieser Basis Karabach aus vorbereitet und damit muss irgendwann Schluss sein, liebe Freundinnen und Freunde. Und der Tony Blair, der Ex-Premierminister und der Protagonist dieser Kriegskoalition, der damals in den Irak einmarschiert ist, der hat im Oktober 2015 gesagt, an den derzeitigen Fluchtbewegungen sind nicht zuletzt die Interventionskriege der US-Armee und ihrer Verbündeten mitschuld. Und der Tony Blair hat auch hier recht, muss ich sagen. Wenn wir aber sagen, wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, dann heißt es für uns, wir müssen diese Kriege beenden und wir müssen damit aufhören, dass Deutschland einer der größten Waffenexporteure dieser Welt ist. Vor allem dürfen keine Waffen mehr in diese Kopfabdiktatur nach Saudi-Arabien exportiert werden. Weil damit machen wir uns mitschuldig an dem Aufbau der IS und auch mitschuldig auch, dass immer mehr Menschen vor Krieg und vor Elend fliehen müssen. Und vor unserer Haustüre heißt es eben, Fluchtursachen bekämpfen und für Frieden einzutreten. Im 80. Jahr des Bestehens dieser Basis, das hat ja damals, wir wisst es ja alle, die Legion Condor aufgebaut, dass diese Basis geschlossen und zivil umgenutzt wird. Und dafür kämpfen wir weiterhin gemeinsam, liebe Freundinnen und Freunde. Und eine zivile Umnutzung, sie ist möglich, sie ist an mehreren Stellen bereits zum Greifen nahe. Stichwort Batenkaserne. Die US-Armee hat im vergangenen Jahr angekündigt, dort bis spätestens zum Jahr 2021 die Kasernengelände freizugeben. Ja, und jetzt habe ich eigentlich erwartet, jetzt kommen wieder die Wehklagen. Ach, das ist doch so viel Wirtschaftskraft und die kaufen doch bei uns ein und so weiter. Nichtsdestogleichen hat man in Ansbach gehört. Nein, alle gemeinsam, ob jetzt Stadtverwaltung, Umweltverbände, aber natürlich auch verschiedene politischen Parteien, sehen die Chancen durch diesen Abzug. Sie sehen die Chancen, dass wir dort oben beispielsweise die Hochschule erweitern können, beispielsweise aber auch den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum schaffen. Aber auch hier sehen wir, wenn man daran denkt, der Druck, den wir haben bei dem Verkauf von Gewerbeflächen, dass wir immer mehr Land versiegeln müssen, ob jetzt in Brotzwinden oder in Elbersdorf draußen, hier hätten wir Flächen auf dem Flugfeld gut erschlossen, wo wirklich gute Gewerbegebiete mit guten Arbeitsplätzen entstehen können. Und das ist unser Ziel. Dadurch, durch den Abzug, entstehen mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze als durch den Verbleib der US-Armee. Und ich glaube, da sagt niemand mehr Nein in Ansbach zu dieser These. Allerdings muss es natürlich auch Voraussetzungen geben. Und eine Voraussetzung für eine gelungene Konversion ist natürlich die Altlastenbeseitigung der US-Armee. Weil es kann nicht sein, dass hier hektarweise Gebiet verseucht wurde durch die PFC-Belastungen und dass wir, die deutschen Steuerzahler, zu 25% für diese Belastungen, für die Sanierung dieser Belastungen aufkommen sollen. Wie viel das kostet, ist noch völlig unklar, aber es werden wohl mehrere Dutzende Millionen Euro sein. Und da heißt ganz klar, bevor die US-Armee geht, muss es heißen, Verursacher dieser Verseuchung zur Kasse, damit wir das sanieren können. Und eine zweite Voraussetzung ist natürlich, dass wir stehen jetzt hier gerade auf der B14 und ich war richtig schockiert, als ich jetzt am letzten Freitag gelesen habe, dass die Karabach-Nordumgehung jetzt doch kommen soll.
Letzten Sommer hat man erst diese Ortsdurchfahrt Katterbach saniert. Es hat mehrere hunderttausend Euro gekostet. Ich denke, der Asphalt ist ziemlich gut. Es wird sogar ein Flüsterasphalt sein, obwohl Flüsterasphalt in Katterbach völlig überflüssig ist, weil der Lärm kommt von da hinten, vom Flugfeld. Aber dennoch, es ist wirklich ein Schildbürgerstreich. Ein Jahr, nachdem die Katterbach-Durchfahrt saniert wurde, eben jetzt diese Umgehung zu planen. Und es ist ganz klar, dass die CSU-Staatsregierung hier eine Gefälligkeitsplanung auf Wunsch der US-Armee macht. Hier sollen mehrere Hektar Land eben versiegelt werden. Hier sollen Grundstücksbesitzer in Enteignungsverfahren gezwungen werden und Steuergelder zum alleinigen Nutzen für die US-Armee verschwendet werden. Das gilt es unbedingt zu verhindern und diese Planungen müssen besser heute als morgen gestoppt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist noch ein Stück Weg mit Sicherheit. Wir kämpfen jetzt hier im 10. Jahr gemeinsam für eine zivile Zukunft von Stadt und Land Ansbach. Und es wird wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen gehen. Aber wir kommen, und das ist mein gutes Gefühl, Stück für Stück voran für unsere Vision einer Stadt und einer Region ohne Militärbasen vor der Haustür. Nochmal der Appell, lasst uns weiter gemeinsam dafür arbeiten, auf allen Ebenen mit vielen, vielen Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern in Ansbach und darüber hinaus. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir unser Ziel auch realisieren können, nämlich einen US-Abzug bis zum Jahr 2020. Wir sind auf einem guten Weg. Herzlichen Dank für euer Engagement und einen schönen Ostermarsch an alle. Und jetzt würde ich den Jaromír Kulíček kurz für sein Grußwort bitten. Ja, da ist er hier.